fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Jo, nice. Ehre, Ehre, Ehre. Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Auf jeden muss ich ja mal machen. Ja. Und? Ja, auf jeden. Ach, erstmal, wo hast du denn her? Erstmal fragen. Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Klar, kann nicht schaden. Okay. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Station 1, du Made. Los, los, los. Ich hoffe, so. Du bist bereit, hier ein ich paar bin Ärzte sowas von bereit. Wähle ein Trainingsmodul, um das Training fortzusetzen. Ich habe ja nur eins, oder was? Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielen. Ja, das kann ich. Okay? Zum Aufwärmen. Schießen mit Dings, ziehen mit Dings, laden mit R. Stecke die Waffe weg, indem du zweimal schnell L drückst. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme ja, haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Der hier. Ich muss sagen, first try wieder den A. Nicht übel. Ja, ich weiß. Aber es ist realistischer. Steh nicht rum. Geh in Deckung. Es geht jetzt ab. Drücke C, um dich hinter dem Objekt in Deckung zu stehen. Okay. Okay, das mache ich doch. Normal. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Und wie wähle ich denn immer aus? Achso, da oben habe ich den. Drücke X, um die Verbrauchs gut zu benutzen. Ah, okay, da unten. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Bin nur bereit. Kommt her. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Boah, ich will mich hier verstecken. Scheiße, das ist schlecht. Komm hervor, komm hervor. Alter. Dann geht's weiter. Die hier? Okay. Hat ein bisschen was von hier Dings. Warzone von der Steuerung her. Als
Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay. Jo, macht der Meister. Okay, was? Ich muss jetzt hacken. Aktiviere den Scanner. Okay. Muss ich jetzt hier durch oder was? Nee. Hä? Ach, da steht's doch. Das ist ein Tab. Da ist Tab. Mission für relevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanner, zwei solche Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Okay. Ah, okay. Das ist der Server. Schwachstellen, Fehlfunktion. Und überladen. Was ist denn Fehlfunktion? Ist es Fehlfunktion vom Produkt her oder Fehl von wegen, dass der Mensch der Fehler macht? So. Überwachungskammer. Auch Fehlfunktion. Übernehmen. Übernehmen. Remote-Aktivierung. Aha. Gefahren werden rot hervorgehoben. Ja, das ist eine Gefahr und das ist auch ein. Und das ist eine Waffe. Okay. Die du hacken kannst, werden grün angezeigt. Ich kann die Waffe hacken. Das ist eine Gefahr. Und das auch. Sonst. Der Laptop ist einfach nur nützlich. Okay. Ja. Habe ich in Lust gelassen. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Wow, Konzernsprache lässt sogar Hacken langweilig klingen. Näher dich dem Fenster, okay. Machen wir das doch. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay. Da soll ich mich reinhacken. Wegen zwei Ablenkungsmanöver. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeige dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche, auf der du Quick Hacks und ihre Ziele ausführen kannst. Benutze den Quick Hack Ablenkungsmanöver. Ist ja, also es müsste ja der da unten sein. Um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste alle irgendwas sonst was machen. Das Netzwerk ist zielt an, um damit verbundene Personen und Geräte zu finden. Okay. Fehlfunktion. Da kann ich doch jetzt hier. Ah, okay, jetzt müsste es ja machen. Er hackt, er hackt, er hackt. Wenn du Cyberpunk Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner eine zusätzliche Benutzeroberfläche an. Quick-Hacks, okay. Ja, du kannst alle Manöver verfügbaren Quick-Hacks mit. Ja, ja. Durchgehen. Jetzt müsste der Hack ja gleich fertig sein. Ah, das dauert aber ein bisschen lange auch, ne? Das dauert auf jeden Fall lange. Wie hacke ich das denn jetzt? Per Gedanken oder was? Hab's noch nicht ganz raus hier, den ganzen Schüttelstüssel. Okay, das ist jetzt abgeschlossen. Jetzt kann ich hier raustappen. Ah, guck mal, jetzt wird er abgelenkt. Stil vor Substanz.
Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Komm schon, du kannst das. Lul, war nicht. Nee, jetzt muss ich noch mal hacken. Hack dich in den Bildschirm. Oh, nein. Ah, wenn man loslässt, geht er schneller. Du hast es fast. Fast. Gleich nochmal von vorn. Hä, was hab ich denn jetzt verkackt? Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ja, mach ich doch jetzt auch. Wenn ich jetzt raustappe, geht das doch schneller. Ah, okay, geht auch. Konzernrotz. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört. Wie mache ich das? Schalte ihn aus. Wie mache ich das denn? Komm, hä? Dann sag mir doch, wie ich das machen soll. Oh Mann. Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernrotz. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, geduckt, kann ich mich leise bewegen. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur okay, noch. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Mit F packen. Nicht tödlicher Tickdown. Ich soll ihn ja nur ausschalten. Nicht töten. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Achso, okay. Sympathische, schön hier reinschmissen. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. War doch gut, oder was? Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? MK. Viel Spaß. Ja, easy. Ach so, jetzt kann ich die Kamera steuern. Okay. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, Umgebung oder sogenannte Gegner zu einem Vorteil zu nutzen. Alles klärchen. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder einen Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick-Hacks manipulieren. Halte Tab gedrückt und ziele auf eine andere Waffe. Wache. Scannergebnisroboter zugehörig erklärt, okay. Durchbricht das Eis eines Gegners und macht alle mit dem Netzwerk verbundenen Gegner und Geräte anfällig für Quick Hacks, okay. Was ist jetzt das? Oh, zum Hochladen von Eisbrecher Demons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus Codematrix auswählst, die von dir gewählten Zeichen sind. Puffer sichtbar, okay. Das Bereich Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Wähle 55 aus dem Codex Matrix aus.
Aha. Achso, dann muss ich bestimmt jetzt 55. Dann BD. Dann wieder 55. Ah, okay. Das habe ich verstanden. Jetzt. Zünde die Granate. Okay, und dann mache ich so. Dann kann ich wieder raustippen, dann geht's recht fix. Ah, okay, okay, das ist cool, das ist cool. Okay, dann C und das Wenden. Alles klar. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech. Das kann er. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum ersten Champ. Schreite zum Podium, Chef. Also, Kopf ausschalten und Befehle befolgen. Morgen auf der Arbeit nicht anders. Kann er. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Ja, das mache ich doch noch zu Ende hier. Das mache ich noch zu Ende. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Ein Schleichtraining? Hab ich doch schon. Um Ziel mit deinem optischen Cyberware zu markieren, zähl darauf und drücke markiert. Habe ich doch jetzt markiert, oder nicht? Achso, ich soll alle Wachen markieren, okay, warum? Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte da ja auf ihre Verhaltensmuster und nutze diese Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen, okay? Soll ich es betreten? Muss ich beenden? Der dritte Trainingsbereich. Komme ich da noch runter? Komme ich hier runter? Ah, okay, hier komme ich runter. Jetzt schleichen am besten. Okay. Also gibt's auch so eine Alarmanzeige, alles klar. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne Entdeckung. Achso, ich soll hier nur schleichen, alles klar. Am Kurde. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon mal eine Ninja-BD erlebt? Genau so. Alter, ich bin der Ninja, ich bin zur Schatten, bin ich. Den kann ich doch jetzt eigentlich ausschalten. Das war ein Knapper. Scheiße, jetzt kommen die... Kann ich den jetzt auch gleich packen? Nein! Das ist fast, fast. Gleich nochmal von vorn. Warum geht denn sowas nicht? Jetzt zeige ich euch, wie das geht hier. Ab. Kann ich den nicht auch hacken? Kann ich hacken, ne? Okay. Ja, das habe ich doch verstanden. Entdeckung. Ja. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Oh, das war knapper. Nova, weiter zum nächsten Mal. Easy.
Easy. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütz, Türme und Überwachungskameras, die Alarme auslösen und Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Achso, da darf ich jetzt auch nicht. Ich kann die aber auch nicht hacken, ne? Nee. So. Ich muss ja erstmal hier markieren. Warum sieht die mich? Weil die Kameras, die dich entdecken können, haben orangene Farben. Wohingegen verbündete Kameras grüne Scanstrahl haben. Ah, okay. Kameras entdecken dich, wenn du in ihren Sichtfeld trittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren, also kann ich da hoch. Ich verstehe auch nicht, die muss mich doch direkt entdecken. Deep Simulator, Alter. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, schon mal beenden. Beendet. Oh, Alter. Eieiei. Huh, der hat mich wachgerüttelt. Für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalte ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Für einen Kuschelkampf betritt die Arena. Okay. Kann ich meine Waffe vorher einmal haben? Ich habe keine Waffe oder was? Hä, aber ich muss doch irgendwie meine Waffe rausholen können. Waffe wechseln mit Alt, okay. Ja gut, dann hab ich die vielleicht gar nicht. Okay. Mal gucken, ob ich den jetzt komplett ausschalte. Ich glaube nämlich nicht. Packe den Gegner. Alles klar, mache ich. Ach du Scheiße. Was jetzt? Okay. Den kann ich wohl nicht nehmen, weil er so ein komisches Totenkopf-rotes Symbol hat. Warte auf Anweisung. Ja. Okay, das reicht. Hä? Suchen wir einen, der eher in deine. Ich hätte den fertig gemacht. Komm her. Komm her, ey. Was riech ich denn in die Fresse jetzt? Bam. Ja, zack. Komm her. Bist du, ey? Komm her. Jo. Um einen Combo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke und während der vorherigen schnellen Angriffe ausgeführt wird. Okay. Denk mal, das meint er damit, ne? Einfach. Linke Maustaste spam. Okay. Aufladen, Alter, und schön daneben hauen. Das ist immer eine gute Taktik. Fortlaufendes Angreifen des Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkämpfe brauchen unterschiedlich viele davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines Hub. Okay. Jetzt habe ich noch. Geht aber schnell runter, ne? Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal.
Der nächste Trottel kann blocken. Hä? Warum ist er denn so weit weg? Ich kann auch blocken, oder? Wo sehe ich mal sein Leben? Okay, das dachte ich mir schon. Was jetzt? Okay. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Warum kann der treten, der Assi? Ah, okay. Das dachte ich mir, wenn die auch so weg ist, dann kann ich auch nicht mehr blocken, alles klar. Hä? Ich soll jetzt schwere Angriffe blocken, die ich nicht blocken kann. Hau zu. Ja, hab ich doch jetzt gemacht hier. Gut. Digga, was soll ich jetzt machen? Drücke bei einem eingehenden Angriff, kurz vor dem Treffer, den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegner. Ah, okay. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um Top. Einen Konter zu landen. Top Mitarbeiter hier. Top. Bester Mitarbeiter hier. Jackie Chan. Nein. Vater, auf jeden Fall. Drücke zweimal schnell WASD, um ihn in die gewünschte Richtung auszuweichen, alles klar. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft. Komm her! So ein paar in die Schnauzen. Und jetzt? Okay, jetzt kriegt er ein paar in seinen Schnauzen, ey. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeig. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Oh, Schwert sehe ich mich aber auch ein bisschen, ne? Schönes Katana an. Kommt her. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Alles klärchen. Ah, ich will da mal den Konter sehen. Schön weggeschnetzelt den Aal. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Ja, kann ich machen. Okay. Ja, mache ich. Scheiße, die wandern. Scheiße, die wandern. Oh, Scheiße, die wandern. Alter. Super. Du machst das echt ziemlich. Hand ich jetzt noch nicht. Na gut, jetzt bin ich fertig mit allen, ne? Geht durch die Tür, um die Simulation zu verlassen. Alles klar. Das machen wir doch. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hol dir der Fixer
irgendwelche Tipps gegeben. Ach, hatte der Fix eigentlich. Alter, schreib mich doch nicht so an! Kako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten. Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Mocken wir uns doch auf die Arbeit. Zieh es durch. Zum Aufzug. Hier lang. Können wir mal kurz abspeichern?